mega schön, so viele Gesichter zu sehen hier. Ganz viele Bekannte und ganz viele, die ich noch nicht kenne. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Eröffnung. Wir haben auch noch die Haupteröffnung, aber hier haben wir mal alle Schüler zusammengeholt. Mein Name ist Arvo, Arvo Losinger. Kids-Klasse, alle zusammen gerade zum Remu. Der steht schon dort hinten. Da ist der Start und für alle anderen viel, viel Spass. Herzlich begrüßen im Namen von Parkour One und Trayspace und natürlich im Namen von allen hier. Wir sind mega happy, dass das heute hier da stehen darf. Das hat einen unheimlichen Impact auf die ganze Gemeinschaft, auf Parkour, auf Bewegung und auf all die, die gerne noch anfangen möchten und die, die schon lange dabei sind. Ich möchte euch das zeigen, wie wir bei Parkour One das leben. Die mutigen Schülerinnen, die sich treten. Absolut grossartig. Eine riesige Freude. Wir sind hierher gekommen. Es waren ja die Leute schon am Trainieren. Es ist nach und nach immer mehr mit den Kids, jung und alt, alle gemeinsam auf einem Platz. Und es ist einfach Vollgas. Und das zu sehen, hey, da merkt man, die Anlage hier ist perfekt platziert. Ja, es ist schon sehr geil. Vor allem ist es halt etwas, was nicht so natürlich ist, wie wir es sonst kennen. Also von der Winkel her ist nicht alles so gerade. Die Motivation für unsere Schüler perfekt. Und vor allem ist es cool, dass nicht nur Parkour-Leute brauchen, sondern auch einfach alle anderen, also Leute, die irgendwie Krafttraining machen. Hat sich gelohnt, von Zürich hierher zu kommen. Richtig geil. Super. Ja, super. Mega cool gewesen. Mega cool. Richtig, richtig cool. Es hat so viele Möglichkeiten und mit so vielen Leuten zu trainieren, mit 60-Jährigen, mit 60-Jährigen. Das ist mega schön.